Okay. Ich bin gerade auf der Durchreise, aber wenn ihr möchtet, zeige ich euch meine Waren. Ja, gerne. Deswegen schaut euch um. Und zwar, was ich verkaufen kann. Ich überhaupt, was ich davon ausgerüstet habe. Anscheinend kann ich den. Was davon ist. Ah, das ist meins, alles klar. Dann verkaufe ich doch mal den ganzen Kram, den ich nicht benutze. Ja. Zerschlissene Kleidung. Das würde man aber auch nur im Knast anziehen. Vielleicht im in Dings im in einer Mine. Okay, was ist denn besser, das Kurzschwert oder die Holzfäller-Axt? Die Holzfäller-Axt ist schwerer und hat nur 2 Schaden. Das Eisenkurzschwert hat 3. Dann behalte ich das Eisenkurzschwert. Okay, 30 Eisenpfeile habe ich. Naja, das ist nicht schlecht. Hiervon irgendwas? Na, das behalte ich mal noch. Hier. Ja, gehen wir mal den Kram ab. Ich brauche das nicht unbedingt. Das nimmt nur Platz in meinem Inventar weg. Spitzhacken. Na, ich weiß nicht, ob die kaputt gehen, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass die kaputt gehen, so wie die Hammer, die ich habe. Deswegen lasse ich das mal. Und dann gucken wir doch mal. Ja, Nerkbuch brauche ich nicht. Hast du noch Pfeile? Nein, leider keine Pfeile mehr. Okay, na gut. Dann muss ich das wohl akzeptieren. Naja, gut. Ich habe eh ein paar Pfeile da, das ist nicht so schlimm. Lebensenergie wiederherstellen. Ja, ich sollte mal anfangen, was zu essen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann bräuchte ich nicht immer einen Heilungszauber zu benutzen. Bis zum nächsten Mal. So. Brauche zwar jetzt gerade keinen. Ah, ich könnte mal den Aufstieg probieren. Den Levelaufstieg. Nur mal, um zu gucken, ob ich mittlerweile mehr als einen Punkt bekomme. Gucken wir mal. 2 bekäme ich. Na, das ist jetzt auch nicht so super, aber wäre noch ganz okay. Geschicklichkeit brauche ich definitiv und Schnelligkeit auch. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in Charisma, oder? Ich brauche das eigentlich nicht. Konstitution brauche ich eigentlich. Ah. Gesamtausdauer. Willenskraft ist aber auch die Gesamtausdauer. Okay, dann gehen wir vielleicht mal da rein. Ja, okay. Dann habe ich zumindest hier jeweils 2 Punkte gut gemacht. So. Und dann gehen wir mal wieder da rein, weil wir sollten ja nochmal mit denen reden, bevor wir uns aufmachen. Zumindest hat uns die Wache das gesagt. Sicherheitsspeichern nicht vergessen. Ups, sorry. Kabel hier. Kabelsalat. So. Jetzt aber. Nein. Ja. Na, was habe ich gesagt? Im Nu ist die Tür wieder offen. Ich muss jetzt gleich zur Abtei von Tirin ein paar Besorgungen machen. Wollt ihr mitkommen? Naja, dann muss ich ja eh hin. Also klar, gehen wir. Schön. Ich habe ein Boot. Damit kommen wir über den See. Folgt mir. Ja, ich folge euch. Okay. Was für eine Tortur. Alles neu installieren und alles. Und jetzt hoffentlich stürzt mir das Game nicht wieder ab. Sieht alles ein bisschen anders aus hier jetzt, weil ich eben neu starten musste alles. Genau an der Stelle hier oder ein paar Meter weiter ist mir das Game abgestürzt. Spätestens vor dem Wasser.
Spätestens hier ist es mir abgestürzt. Oder, naja, direkt am Wasser halt. Okay, bis jetzt läuft alles ordentlich. Alte Schürferstelle, alles klar. Okay. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Also um das Ganze mal ganz kurz zu erklären. Beim ersten Mal ist das abgestürzt und ich habe einfach nicht herausgefunden, warum. Weil jedes Mal, wenn ich die Einstellung geändert habe oder irgendwas gemacht habe, hat das Ganze nicht mehr funktioniert. Es war entweder die HUD komplett komisch und nicht mehr erkennbar oder es ist einfach nur abgestürzt. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da machen soll. Und jetzt habe ich das Game mal komplett deinstalliert, genauso wie Oblivion, und neu installiert. Und das Ganze jetzt ohne Mods und ohne Reshade, also komplett Vanilla. Und es hat funktioniert. Das einzige Problem war, der Save-File war auch gelöscht. Ich weiß nicht warum, aber er war nicht mehr da. Deswegen musste ich das Spiel nochmal komplett von vorne anfangen. Aber gut. Wir sind jetzt hier und es ist nicht abgestürzt. Na dann machen wir uns mal auf den Weg. Wo soll ich mich hinsetzen? Ah, da. Und wir haben übrigens... Die Mine angegriffen haben. Sicherlich haben sie versucht, den Erzabbau zu unterbinden. Ja. Das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kanzler. Er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich. Ihr wisst schon, es hat sich vom Rest Nirims abgespalten und für unabhängig erklärt. Der Kanzler duldet das natürlich nicht und drückt mit seinen Truppen zur Nordstadt Karbait vor. Ich hoffe sehr, dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden. Es ist schrecklich, dieses Gekämpfe. Und als hätten wir nicht schon einen ausgewachsenen Krieg am Hals, machen diese Hexer auch noch Probleme. Ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen. Überall in Nirim versuchen sie, die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen. Sie gehören zum Volk der Eterna und kämpfen gegen irgendetwas, aber frag mich bitte nicht, was das ist. Von sowas verstehe ich nicht viel. Naja, jetzt sind wir fast da. Ich habe euch hoffentlich nicht gelangweilt mit meinem Gerede. Nee, überhaupt nicht. Also, wir sind bei der Abtei angekommen. Ihr habt es mit Sicherheit schon gesehen. Wie kann ich denn jetzt aufstehen? Ah, so. Okay, mit E. Ich habe einen Helm. Und zwar einen Lederhelm. Den habe ich tatsächlich noch in der Mine gefunden. Ich habe versucht, alles andere so zu machen, wie es vorher war. Das bedeutet auch die Attribute. Ich habe als zweiten Aufstieg Willenskraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit genommen. Weil ich bei allem zwei bekommen habe. Willenskraft ist für unsere Ausdauer gut. Geschicklichkeit für den Schaden mit dem Bogen und Schnelligkeit... Eben damit wir schneller nach hinten zurückweichen können. So, da wären wir. Die Abtei von Tirin. Dann trennen sich unsere Wege jetzt wohl. Macht's gut. Macht's gut. Na dann. Oh, Soldaten hier. Was haben wir denn hier? Waldhütte. Nun, unser Auftrag war es, zur Abtei zu gehen... Und den Brief zu bringen, der gefälscht war. Hallo, Kabit, der fliegende Händler. Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was möchtet ihr? Zeigt mir doch mal. Ah, reparieren. Alles reparieren sollte nicht zu teuer sein. Nein, wir haben alles noch sehr gut gehabt. Tauschen. Ich glaube nicht... Ah ja, Eisenpfeile, sehr gut. Eisenpfeile des Feuers sind eigentlich nicht notwendig. Wobei, die würden noch extra Feuerschaden machen. Wir haben ja einen Feuerbogen... Der lederbeschlagene Bogen macht 3 Schaden, genauso wie unserer hier, also ist das nicht besonders. Verkaufen können wir eigentlich nicht so viel. Ich hatte nämlich eben schon alles verkauft. Wir könnten den Feuerbogen verkaufen, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Ja, Pfeile wären ganz gut. Eisenpfeile sind billiger, würden 90 kosten, die nehme ich mal alle direkt mit. Eisenpfeile kosten 4. Ja, nee, das ist zu teuer. Dann bleiben wir einfach bei unserem aktuellen Pfeilen.
Teleportrunen, die sind extrem teuer, aber ich habe ja zum Glück noch eine. Vielen Dank. So. Entdeckt Abtei Tirin. Sehr gut. Na, wer bist du denn? Ein Reisender. Okay. Ja, Gerold, ja bitte. Jäger. Was kann ich für euch tun? Was kannst du denn für mich tun? Tauschhandel? L abziehen. Ah, die Sachen kann ich nicht bei ihm lernen, wenn ich das möchte. Nice. Aber gut, brauche ich, habe ich gesagt, gerade nicht. Vielleicht könnte ich ein paar von den Rollen verkaufen, weil die brauche ich tatsächlich gerade nicht so dringendst. Seelenfalle, ja, das brauche ich nicht. Arkanschlags, na, das lasse ich mal. Ja, gut. Eigentlich gesagt, das mit dem Feilschen, ich vergesse das immer. Aber naja, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Aber gut, falls wir irgendwas von ihm kaufen wollen, Jagdbücher, wissen wir, wo er ist. Was haben wir hier? Anschlag. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob die Statue Erodans in der Kapelle so ein trauriges Gesicht zeigt. Vielleicht sollte mal einer der Mönche nachsehen, was da los ist. Ein nicht genannter Pilger. Na gut. Die Abtei. Dann gehen wir doch mal da rein. Ich kam wohlbehalten in der Abtei an. Bruder, ein Glück. Kommt näher, es muss ja nicht jeder hören, nicht wahr? Hört mal, hättet ihr... Also, wollt ihr mir vielleicht bei einer Sache... Bei einer Sache helfen? Ja, wunderbar. Genau das meinte ich doch, tatsächlich. Tja, ja. Also es geht um, nun ja, um Wildschweine. Ihr wisst schon, diese Tiere mit den Hauern, nicht wahr? Okay, ja. Da lebt so eins hier gleich in der Nähe, unmittelbar hinter diesen Wänden. Stellt euch das nur vor. Und es scharrt. Ja, ja, genau. Es scharrt jede Nacht im Boden. Wirklich jede Nacht. Okay, und das macht dich verrückt, oder was? Dieses Gescharre nicht einschlafen. Ja. Stellt euch vor, ich habe nicht mehr geschlafen seit... Ach, was weiß ich seit wann? Das Wildschwein, versteht ihr? Das Wildschwein muss sterben. Und zwar heute. Heute muss es tot sein. Ganz tot. Mausetot. Okay. Wir beide werden es erlegen. Ja, ja, ich komme mit euch. Ihr braucht also keine Angst zu haben, nicht wahr? Das erleichtert euch sicher. Kommt ihr mit, das Wildschwein töten? Ich gebe euch auch zwei erstklassige Heiltränke, wenn ihr mit mir, also wenn ihr mir helft, meine ich. Na gut, warum nicht? Oh, ganz toll, ehrlich. Na dann, also gehen wir los, ja? Das Wildschwein ist irgendwo hinter der Abtei. Wir werden es schon finden, denke ich, nicht wahr? Geht ruhig vor und ihr braucht keine Angst zu haben vor dem Wildschwein. Wirklich nicht. Ich bin ja direkt hinter euch. Denkt dran. Ja. Okay. Leinenschuhe, Mönchskutte, alles kostenlos. Na, dann nehme ich das doch gerne mit. Aber gut, wir sind ja auch hier. Normalerweise. Stationiert in dieser Abtei. Von daher sollte ja... Ach, shit. Den Teller wollte ich nicht haben. Na gut. Alles klar. Lass mich mal durch, bitte. Danke sehr. Okay, wo finden wir denn den? Bist du der Prior? Hohepriester, so war's. Hohepriester Aratorenias. Ja, Bruder. Kann ich etwas für euch tun? Ja, hier, ich habe diesen Brief behalten. Oh, ihr müsst zur Armee? Das betrübt mich. Ich verliere nur ungern einen so emsigen Schüler wie euch. Aber es geht wohl nicht anders. Der Krieg verlangt Opfer von uns. Wenn ich euch aber noch eines raten darf, geht nicht sofort nach Erotin zur Kaserne. Der Weg dorthin ist lang und zu diesen Zeiten auch gefährlich. Sucht euch etwas Ausrüstung zusammen und stärkt euch. Nee, das habe ich ja. Außerdem möchte ich euch dies hier mitgeben. Das wird euch hoffentlich eine Hilfe sein. Ich werde euch stets in meine Gebete einschließen und bitte, bitte kommt unversehrt aus der Armee zurück. Hier ist immer eine Tür für euch offen. Lebt wohl. Mögen unsere gnädigen Götter euch ihren Segen gewähren.
Vielen Dank. Zauberspruch kaufen. Oh, für einen Goldstück. Her damit. So, was gibt's hier in der Truhe? 5 Goldstücke. Dann komme ich direkt alles wieder zurück. Pergament. Na gut, es ist leer, alles klar. Was haben wir hier? Die Götter. Gut, das werde ich jetzt nicht alles durchlesen, aber ich nehme es mal mit. Pergament wieder. Oh, meine Truhe. Blau- und Grünkleidung, leichtes braunes Leinen, bemaltes Papier. Ich nehme einfach mal alles mit. Ja. Wir haben ein paar mehr Pfeile bekommen. Wie sieht denn das Braun- und Grünkleidung aus? Na, nicht schlecht. Mönchskutte sieht so aus, aber wir nehmen natürlich unsere normale Rüstung. So. Damit wir gut geschützt sind. Eriks Truhe. Oh. Bekommen noch mehr Pfeile. Ein alter Bogen. Wie viel Schaden macht denn dieser Bogen? 4 Schaden und unsere macht 3. Aber ich mache noch Feuerschaden damit. Deswegen behalten wir mal gerade unseren normalen Bogen. Ist hier noch was mit zu mitnehmen? Jawohl, Äpfel. Hat E-Routine und Historie. Mhm. Die graue Blüte, Teil 2. Heilige Scheiße. 20 Seiten. Nehme ich natürlich auch mit. Unbeschriebenes Pergament. Oh, ihr habt nun schon über... Ja, okay. Das habe ich jetzt noch nicht... Das hatten wir ja eigentlich schon in der letzten Folge, aber ich habe ja, wie gesagt, neu laden müssen. Und da habe ich ein bisschen schneller gemacht und bin nicht durch alles durchgegangen. Dafür haben wir es jetzt. Worte Avenzins, Band 1. Ja. Bücher mitnehmen finde ich immer ganz okay, kann man nämlich verkaufen, gut. Ein Regal, ne, ich möchte gerne, ja, den Genesungstrank. Stundenglas, okay, kann man auch hoffentlich verkaufen. Ja, perfekt. Und das war's auch schon hier. Mehr gibt es wohl nicht, dann gehen wir mal wieder raus. Ja. Oh nein, nicht gut. So wie ich das sehe, hat Duras mal wieder ein neues Opfer für die Jagd auf seine Paranoia-Fantasien gefunden. Und ausgerechnet euch. Ja. Also hört mal zu. Duras ist etwas anders als die anderen hier. Er sieht und hört manchmal Dinge, die es gar nicht gibt. Momentan ist es ein Wildschwein oder etwas in der Art. Wenn ich euch also einen guten Rat geben darf, lasst die Sache auf sich beruhen. Ich hätte sowieso eine viel lukrativere Aufgabe für euch, wenn ihr möchtet. Hm. Etwas weiter stromaufwärts haben einige Goblins den Fluss angestaut. Fragt aber bitte nicht, warum. Diese penetranten Plagegeister machen nie etwas, das sinnvoll wäre. Mhm. Der Damm jedenfalls muss dort weg. Und die Goblins gleich dazu. Sie haben sich in einer kleinen Höhle gleich neben dem Fluss eingenistet. Ja. Ich kenne die Höhle. Wenn sie dort hocken, wo ich sie vermute, wird es ein leichtes Spiel sein, sie zu überraschen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich euch einige Kniffe im Bogenschießen beibringen. Oh. Aber falls das nichts für euch ist, nun ja, dann geht doch von mir aus Duras hinterher. Nein. Entscheidet euch. Aber bitte schnell. Ich habe auch noch etwas anderes zu erledigen. Wenn ihr mir mit dem Bogenschießen helfen wollt, dann helfe ich doch euch. Als wir die Abtei verließen, riet mir der Mönch Erik davon ab, Duras zu folgen. Dieser sei angeblich paranoid. Er bot mir an, stattdessen ihm bei einer Aufgabe zu helfen und stellte mir als Belohnung eine Verbesserung meines Bogenschießens in Aussicht. Ich muss mich zwischen den beiden entscheiden. Will ich kämpfen, sollte ich lieber mit Duras gehen. Bin ich aber geschickt mit dem Bogen, wäre wohl Erik die bessere Wahl. Das ist doch aber eindeutig. Ihr glaubt doch etwa nicht, was Erik sagt. Nein? Ich meine, er will mich immer fertig machen, wisst ihr? Er sagt das nur aus Bosheit. Tut, was ihr denkt. Ihr werdet das schon wissen. Kommt entweder mit, also ich meine zusammen mit mir, oder eben mit Erik. Ja, also ich möchte meinen Bogen verbessern, also mit Wie Erik. Lautet eure Entscheidung? Geht ihr mit mir? Ja, das werde ich. Ausgezeichnet. Ich wusste doch gleich, dass ihr vernünftig seid. Ihr werdet aber einen Bogen brauchen, wenn wir die Goblins in eine Falle locken wollen. Hab ich doch schon. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr meinen Zweitbogen nehmen.
Er liegt in der Abtei auf meinem Bett. Pfeile sind in meiner Kiste gleich daneben. Den habe ich mir schon geholt. Wir gehen jetzt den Fluss entlang nach Norden. Der Goblin-Damm ist nicht weit, aber trotzdem müssen wir nicht trödeln. Alles klar. Ah, du gehst schon vor. Na, dann lass mich aber mal kurz abspeichern. Nicht, dass ich da... Wieso bist du jetzt durch das Tor gegangen? Na gut. Wie du möchtest. Sind das Händler da hinten? Anscheinend sind das Händler. Hier ist der Damm. Seht ihr ihn? Und die Höhle mit den Goblins darin befindet sich gleich links neben dem Flussufer. Wir werden es so machen, dass ihr in die Höhle geht und die kleinen Mistviecher in eine Falle lockt, während ich mich um den Damm kümmere. Hört zu! Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden sich die Goblins in der Höhle in einem geräumigen Felskessel aufhalten. Früher wurde diese Höhle als Lager genutzt, aber das steht schon seit geraumer Zeit leer. Denn die Decke über eben diesem Felskessel ist extrem brüchig und kann leicht einstürzen. Damit werden wir die Goblins auch dran kriegen. Hier, nehmt diese Sprengladung. Sie ist sehr klein, aber richtig platziert sollte sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Okay. Steckt die Ladung an einem möglichst engen Ort dort drin. Die Erschütterung wird die Höhlendecke zum Einsturz bringen und die Goblins werden darunter begraben. Na bevor gut. es aber dazu kommt, werdet ihr vom Bogen Gebrauch machen müssen. Gleich in der Nähe des Eingangs ist eine Tür. Die Goblins haben sie mit Sicherheit verschlossen und glaubt mir, das Ding ist nicht gerade dünn. Über einen Seiteneingang werdet ihr allerdings zu einer Stelle kommen, an der ihr freie Schussbahn auf die Rückseite der Tür habt. Schießt einen Pfeil auf das Schloss. Okay. Danach könnt ihr natürlich auch kämpfen, aber ich weiß nicht, wie viele Goblins dort drin sind. Mir persönlich wäre eine saubere Sprengung lieber. Ja, dann würde ich das auch machen. Diese Aufgabe dürfte nicht allzu schwer sein. Sehe ich auch so. Okay. Wo hast du gesagt, war dieser Höhleneingang? Müsste ich hier auf der Weltkarte gucken? Ah nein, ich muss erstmal aktivieren, ja. Okay, sehe ich gar nicht. Mir sagst, Klapperhöhle. Hier hinten ist der Eingang irgendwo. Ah, da ist der Eingang. Super. Speichern wir mal ab und dann gehen wir mal da rein. Er hat gesagt, ich muss irgendwo. Das immer nochmal nachgucken. Um aber erstmal so weit vorzudringen, muss ich das Schloss an der Tür von der Rückseite mit dem Bogen treffen und kaputt machen, damit ich diese öffnen kann. Okay, das ist jetzt nicht mehr alles, was er mir gesagt hat, aber. Ich versuche mal mein Bestes. Ich möchte halt nicht mit allen kämpfen hier jetzt. Das wäre schon dumm. Gucken wir doch mal. Das ist wie gesagt unmöglich, alles klar. Wie gesagt, ich muss das von der anderen Seite aus öffnen können. Jetzt natürlich nicht hier gegen die Goblins kämpfen und dann schon nach diesem Tor suchen und das öffnen. Das wäre natürlich sehr viel einfacher, als mit diesen Goblins zu kämpfen. Ach, komm, dann nehme ich lieber ein Schwert. Her. So. Okay.
Na, ich nehme nur mal den alten Bogen, weil mit dem anderen habe ich ja Feuereffekt. So. Gucken wir doch mal, ob ich das irgendwie... Wo ist das denn da? Ah, ich habe es direkt getroffen. Ich habe das Türschloss treffen können. Die Tür sollte sich nun öffnen lassen. Als nächstes muss ich eine geeignete Stelle für die Sprengladung finden. Na gut. Dann kann ich aber wieder auf meinen normalen Bogen wechseln. Und immer schön im Schleichmodus bleiben, denn dann leveln wir auch unsere Agilität. Das Gute hier in Oblivion ist, wenn du einen Levelaufstieg machst, dann wirst du auch stärker. Nicht wie in Anime, ich meine, nicht wie in Oblivion. Ja, sehr gut. Nicht wie in Oblivion wirst du hier auch definitiv stärker, weil Nerim. In Nerim gibt es keine. Uah. Na super. Hat mir ja viel gebracht jetzt. Komm schon. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier feststecke, aber. Ah, so. Und erledigt. Und ich habe einen Levelaufstieg dadurch bekommen. Na gut. Krieg 6 Eisenpfeile zurück. Ich möchte jetzt nicht gegen alle kämpfen. Vorzugsweise finde ich direkt irgendwo einen Ort, wo ich das hintun kann. Diese Sprengladung. Und zwar ohne noch weitere Goblins auf mich aufmerksam zu machen. Frage ist halt, wohin genau kann ich das packen? Nein, da wollte ich hin. Ich habe das Türschloss treffen können. Die Tür sollte sich nun öffnen lassen. Eine geeignete Stelle muss ich für die Sprengladung finden. Wo genau finde ich eine geeignete Stelle? Da nicht noch weiter reingehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo eine geeignete Stelle sein könnte hier. Hier würde ich vermutlich auf andere Goblins treffen, oder? Komm schon. Irgendwo muss es doch eine geeignete Stelle geben. Ohne auf die fucking Goblins zu treffen, ja. Das war natürlich extrem bitter jetzt. Die haben mich sofort gesehen. Gehen wir mal erstmal wieder zurück, wo ich die alle erledigen muss. Jetzt sehen sie mich nicht mehr. Gut. Ich weiß nicht. Wo könnte denn hier ein geeigneter Ort sein? Ich muss wahrscheinlich trotzdem da durch. Vielleicht muss ich nach rechts anstatt nach links gehen. Hoffentlich sind die mittlerweile alle wieder zurückgegangen. Nicht, dass ich doch noch kämpfen muss hier. Wie gesagt, ein bisschen zu viele. Perfekt. Sprengladung ist platziert. Ich muss sie nun aktivieren und etwas Abstand nehmen. Laut Erik sollte aber nur der Teil der Höhle einstürzen, in dem sich die Goblins aufhalten. Hoffen wir es. Möchte die, ja, darf ich scharf machen, bitte? Und weg. Sehr gut.
Das müsste ausreichen. Alle Goblins in der Höhle sind nun tot. Ich sollte nun wieder nach draußen gehen. Sehr gut. The Big Goblin Cave-In. Nice. So. Und dann gucken wir auch gleich mal, ob unser Levelaufstieg schon gut genug ist, um 2 Punkte in allem zu bekommen, wo wir es brauchen. Oh, bin ich hier wieder zu weit gegangen, ja. Ach ja. Ein bisschen zu weit gegangen. Die Eingangstür war dort. Das bedeutet, ich muss hier lang. Alles klar. Gute Güte! Ich habe das Getöse bisher draußen gehört. Gut gemacht, exzellent! Jetzt gebt mir mal den Bogen, damit ich euch etwas beibringen kann. Okay. Hört zu. Wenn ihr schießen wollt, dann haltet die Luft an oder atmet aus. Dadurch könnt ihr die Hand ruhiger halten. Und seht ihr, wenn man die Sehne ein klein wenig lockerer hält, kann das eure Zielgenauigkeit steigern. Behaltet das immer im Hinterkopf. Das wäre es auch schon. Super. Danke nochmal für eure Hilfe. Wärt ihr mit Duras mitgegangen, hättet ihr sicherlich nicht so viel Spaß gehabt. Weiß nicht, vielleicht. Na gut. Speichere ich mal eben ab und gucken wir mal, ob unser Levelaufstieg damit auch genug Punkte gibt. Geschicklichkeit 3, Konstitution 2. Nur Schnelligkeit ist nicht so gut geworden, naja. Aber ich glaube, ich nehme das mal mit. Das passt schon. Ja, perfekt. Dann, wie gesagt, müssen wir ja zum Sanktum reisen. Und das Sanktum befindet sich irgendwo hier lang. Aber wir müssen erstmal nach Gilead und dann von da aus weiter. Aber ich würde noch mal gerne zurück zur Abtei gehen. Und dann gucken wir weiter, was wir dann machen. Weil ich habe da noch nicht alles gesehen bei der Abtei. Das wäre hier in diese Richtung.